Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir eine leckere Torte und zwar eine Mango-Passionsfrucht-Torte oder Mango-Maracuja-Torte, wie du das auch immer nennen willst. Ist im Prinzip eigentlich das gleiche, ob Maracuja oder Passionsfrucht. So sieht das Ding hier aus. Richtig leckere, erfrischende Torte, auch in der Kombination. Harmoniert wunderbar, die Mango, die eher süß ist, Passionsfrucht eher sauer, gibt ein wunderbares Spiel der Geschmäcker im Mund, einfach lecker. Hier siehst du noch andere Torten, denn das ist eine Lektion aus dem neuen Online-Kurs Sommertorten. Es ist wieder 5 Wochen um, neuer Kurs in der Backacademy erscheint, den ich immer hier kurz vorstelle auf YouTube, und eine Lektion gibt es dann hier auf YouTube gratis. Da habe ich mich entschieden, eben, dass es die Mango-Passionsfrucht-Torte sein soll. Was erfährst du im Kurs? Viele verschiedene Dinge, vom Biskuit über Arbeiten mit Gelatine, über Arbeiten mit Agar-Agar, über Rezeptaufbau von Mousse und Cremes, über verschiedene Geschmacksrichtungen, über verschiedene Dekorationen, über verschiedene Möglichkeiten, eine Torte vorzubereiten und, und. Ziel in diesem Kurs ist es, leckere, schmackhafte, frische, aromatische Sommertorten zu backen, die auch vom Aufwand her nicht lange gehen. Denn im Sommer möchte man nicht unbedingt lange in der Küche stehen. Es sind keine No-Bake-Torten. Biskuit kannst du dir perfekt vorbereiten, aber trotzdem Torten, die sehr schnell umgesetzt werden können. Jetzt kommt das Intro zum Kurs und dann starten wir gleich mit der Mango-Passionsfrucht-Torte. Wie immer ist der Kurs noch rabattiert erhältlich aktuell. Falls du dich für die ganze Backacademy interessierst, was mich natürlich freuen würde, kannst du diese 7 Tage gratis testen und hast Zugang gleich zu allen Kursen, auch immer zu den neuen Kursen, die alle 5 Wochen erscheinen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Mango-Passionsfrucht-Torte. Wir sehen uns in der Backacademy, falls nicht, in einem regulären YouTube-Video oder in einem anderen Kurs. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kurs in der Backacademy Sommertorten. Der Kurs beschäftigt sich mit fruchtigen, leichten, aromatischen Torten, mit Aromen, die perfekt in den Sommer passen. Zudem ist auch die Einfachheit wichtig. Es soll schnell gehen, soll einfach sein, soll Spaß machen, und das ist das Ziel dieses Kurses. Auch im Sommer werden Torten gebacken, da will man aber nicht 3-4 Stunden in der Küche stehen, sondern es soll einigermaßen zügig gehen. Viele verschiedene Rezepte, Techniken, Biskuit-Grundrezept, wie man das Biskuit ableiten kann, wie man mit Agar-Agar arbeitet, wie man mit Gelatine arbeitet, und vieles mehr erwartet dich hier im Kurs. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schau doch jetzt gleich in der Backacademy vorbei, was dich in diesem Kurs erwartet. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Jetzt machen wir eine leckere Mango-Passionsfrucht-Torte. Ein Klassiker, wird auch manchmal Mango-Maracuja genannt, denn die Passionsfrucht kennt man auch unter dem Namen Maracuja. Jetzt legen wir los. Ich habe die Vorbereitung getroffen, wie der Gelatine eingeweicht. Das ist einfacher, da muss ich nicht warten jetzt im Video, dann kann ich alles nacheinander machen. Denn die sollte mindestens so 15 Minuten quellen. Also einfach einweichen, wann du Zeit hast. Normalerweise, wenn du nicht alles so abgewogen hast wie ich jetzt hier, reicht es einfach, wenn du die am Anfang einweichst. Dann habe ich wieder meinen Biskuit, den Tortenring 24 cm mit Torteneinsatzstreifen. Und hier habe ich eine leckere Mango, die schneide ich mir jetzt als erstes. Bei der Mango ist wirklich darauf zu achten, dass die Qualität stimmt. Da gibt es immer unterschiedliche Qualitäten. Je weicher sich die anfühlt, desto besser.
Und meistens ist auch der Preis ausschlaggebend. Je teurer, desto besser und süßer im Geschmack. Hier schneide ich mir einfach die Schale runter. Ich weiß, das gibt verschiedene Methoden. Mir geht die hier einfach am besten. Dann ist die Mango leider eine etwas undankbare Frucht. Der Stein in der Mitte ist sehr gut in der Frucht drin. Da bleibt dir nichts anderes, als einfach schön rundherum zu schneiden, so viel wie möglich rauszubekommen. Eine andere Möglichkeit hast du hier fast nicht. Die Mango einfach grob in eine Schüssel geben. Die wird jetzt einmal püriert. Riecht schon extrem krass nach Mango. Nehme ich zwei Passionsfrüchte. Halbiere mir die. Nehme einen Löffel und gebe hier die Samen schön rein. Einfach so auskratzen. Einmal durchmischen. Gramm Hello Sweetie dazu. Wie immer alternativ Kristallzucker. Gramm Naturjoghurt. Schlage ich mir hier hinten wieder 500 Gramm Sahne auf. Wichtig ist, dass die Sahne jeweils kalt ist, direkt aus dem Kühlschrank, sonst kannst du die nicht aufschlagen. Zudem muss es auch Schlagsahne sein mit mindestens 30% Fettgehalt. Parallel dazu presse ich mir die Gelatine aus, mache die flüssig auf dem Kochherd, schneide mir den Biskuit in zwei Lagen und lege den Boden bereits in den Tortenring. Wichtig hier, nicht verbrennen, einfach auflösen, aber wenn die Gelatine schön weich ist, geht das wunderbar. Bis keine Klumpen mehr da sind, rühren etwa auf 40 Grad. Sahne ist aufgeschlagen, weiter geht's. Nehme ich mir gleich rüber auf den Tisch. Jetzt habe ich hier diese Creme. Die wird jetzt mit Gelatine angeglichen und dann kommt die Sahne dazu. Aber vorher nehme ich hier gleich ein bisschen so pur raus und tränke mir den Biskuit. Es gibt noch zusätzliches Aroma rein. Einfach so ganz dünn mit einer Teigkarte über den Biskuit streichen, dann wird er nochmal zusätzlich saftiger und die Torte bekommt wieder ein anderes Aroma. Genau das gleiche mit der zweiten Lage, die drehe ich mir dann einfach um. Dann Gelatine zur Mango-Passionsfruchtmasse durchmischen. Einen Drittel der Sahne beigeben.
angleichen. Richtig stark durchmischen. Dann die restliche Sahne mit dazu. Schöne Konsistenz. Wenn ich keine großen Hohlräume füllen muss, dann mache ich die Creme auch gerne etwas fester. Abfüllen, verteilen, auch die Farbe richtig schön. Etwa die Hälfte. Dann hier Tortenboden einlegen. Leicht flach drücken. Mit der restlichen Creme auffüllen. Und die stelle ich mir jetzt wieder zum Durchkühlen in den Tiefkühler oder in den Kühlschrank. Bereite mir gleich noch den Fruchtspiegel vor. Der kommt dann aber während der Kühlzeit drauf. Wenn ich den dann heiß drauf gebe, habe ich wieder das gleiche Problem, dass die Füllung hier schmilzt, das Ganze sich ineinander vermischt und ich will eine schöne Trennung. Darum gibt es nichts anderes als einmal kurz ankühlen. Fruchtspiegel ist ganz easy. Ich nehme ja gleich den Kochtopf der Gelatine, wasche ich mir nicht einmal. Und hier habe ich Maracuja-Saft. Du kannst auch Mango-Passionsfrucht oder Multivitaminsaft kaufen, was es halt gibt, spielt nicht so eine Rolle. Sollte aber schön gelblich sein. Dann habe ich 30 Gramm Hello Sweetie und 4 Gramm Agar-Agar. Einmal durchmischen, auf den Kochherd und 2 Minuten köcheln lassen. Dann nehme ich das raus, nur noch durch ein Sieb geben. Und jetzt muss ich die richtige Temperatur abwarten. Wie schon gesagt, zu heiß ist nicht gut, schmilzt die ganze Creme weg. Und hier kann ich nicht unter 30 Grad gehen, sonst wird das Ganze wieder fest. Das ist ein bisschen eine Timing-Sache. Ich würde sagen, ich lasse das Ganze jetzt für etwa 30 Minuten bis eine Stunde stehen und dann gebe ich es auf die kalte Torte. Die Torte habe ich mir jetzt kurz nach einer halben Stunde zum Tiefkühler rausgenommen. Hier sieht es richtig gut aus, falls du oben eine Schicht bekommst, die schon fest ist. Einfach durchmischen, kurz mit dem Pürierstab rein und dann ist eigentlich alles wieder okay. Ich lasse mir das sicherheitshalber noch einmal durch ein Sieb. Und hier den Tortenring kann ich mir einfach etwas erhöhen, etwas raufziehen. Fruchtspiegel schön verteilen. Da merkt man, durch die kalte Torte wird es auch gleich fest, bindet schön ab. So wollen wir das. Wunderbar. Jetzt nehmen wir uns noch einmal eine Passionsfrucht. Samen hier auskratzen. Kurz etwas durchmischen. Und dann einfach hier ganz wild darüber verteilen. Ich mache das immer gerne mit der Hand, weil dann kann ich mir da die einzelnen Körner schön auseinanderzupfen und hinlegen, wo ich sie haben will. Wenn ich die von Anfang an in die Creme gebe und ich möchte sie dann noch pürieren,
dann wären die einfach futsch. Darum gebe ich sie immer am Schluss einfach so oben drüber. Es funktioniert aber trotzdem tipptopp. Auch hier, wenn es dir nicht ganz passt mit dem Löffel, kannst du das dann noch optimal ein bisschen verteilen. Dann haben wir schon eine schöne Deko. Weist auf die Torte hin, noch die restliche Zeit durchkühlen und dann Anschnitt. Mango-Passionsfrucht-Torte war es bei mir wieder gute 2 Stunden im Tiefkühler. Auch hier wie immer nach Leistung, schau sie dir mal an, wenn sie noch zu weich ist, dann klar, noch länger durchkühlen. Wenn sie schön fest ist, dann ist sie ready. Oder einfach am Vortag vorbereiten, dann kannst du sie aber auch perfekt 2 bis 3 Stunden über den Kühlschrank auftauen lassen. Übrigens, Torteneinsatzstreifen waschen und die kannst du immer wieder brauchen. Schauen wir uns das Ding an. Optisch finde ich es richtig cool. Auch hier nicht einstreichen, könnte man alternativ, lassen wir weg. Schneiden wir rein, die ist nämlich gleich fertig so. Da machen wir nicht mehr lange. Reinschneiden, rausziehen und richtig schön auch hier die Lagenverteilung. Da sieht man noch gut, die Mangofüllung auf dem Biskuit hat schön aufgezogen, Füllung schön verteilt, oben dann der Fruchtspiegel, richtig lecker. Boah, richtig erfrischend. Das ist immer die perfekte Kombination. Mango Maracuja oder Mango Passionsfrucht. Mango schön süß, Passionsfrucht sauer. Richtig tolles Zusammenspiel. Da kann man nichts falsch machen mit diesem Klassiker. Oben auch der Fruchtspiegel, den wir mit Agar Agar haben. Das ist ein bisschen mehr abgebunden, bewusst. Ist aber sehr kurz in der Struktur. Die Füllung hier richtig cremig. Biskuit luftig. Wunderbar, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Lektion.